Ticken, Tricken und Tracken. Ribrafluruf. Hans, Sepp und Friedrich. Unsere Familie ist der Hammer. Oder Tick, Trick und Track. Tick, Trick und Track sind zurück. DuckTales ist endlich im Free TV und zwar auf Disney Channel. Ja, ab September könnt ihr Montag bis Freitag um 17.30 Uhr die neuen Folgen schauen. Und natürlich mit dem beliebten Titelsong, diesmal von euch gesungen. Und Marc, den habe ich jetzt hier sitzen. Hi Marc. Servus. Hast du früher DuckTales eigentlich auch angeschaut? Na klar, jeder hat DuckTales geschaut. Ich natürlich auch. Und ich hab's sehr, sehr geliebt. Auch die Titelmelodie habe ich total geliebt. Den alten DuckTales-Song. Ich hatte aber einen Kritikpunkt, ne? Ich habe nie verstanden als Kind, als ich so 7, 8, 9 war, habe ich nie kapiert, was DuckTales eigentlich heißt. Mein Englisch war noch nicht so stark. Ich dachte irgendwie, hast du es kapiert? Ich dachte irgendwie, es hat was mit Taler zu tun oder so, oder mit Tal. Und so. Und das hat der alte DuckTales-Song hat es nicht perfekt erklärt. Der neue macht es jetzt. Das ist meine Mission. Das Leben ist ein Wirbelsturm in Entenhausen. Flitzen, fahren und fliegen rum und kennen keine Pausen. Und erklär's ganz kurz. Naja, es ist nicht schwer zu erklären, es heißt halt Entengeschichten. Ja, aber ich hab's nicht kapiert als Kind. Und ich hab's jetzt so im neuen Text, ich durfte ja den neuen Text schreiben vom DuckTales-Song, hab ich so im Subtext mit erklärt. War auch nur ein Test, ob du es jetzt wirklich auch schon weißt mittlerweile. Hast du den Song selber auch mitgetrellert, gehört früher immer so? Natürlich. Also das war auch tatsächlich der Hauptgrund, warum ich jetzt hier sitze und dabei bin, ist, weil ich damit angeben wollte vor meinen Freunden. Vor den Schulfreunden, nächste Klassentreffen. Die das alle geliebt haben. Es gibt diverse WhatsApp-Gruppen, wo ich kurzzeitig der König war, als ich das erzählt habe. Und deswegen bin ich hier. Die Fans hatten ja die Chance, mit dir den Song neu aufzunehmen. Wie war denn das mit den Kids? Ja, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Kids und wir haben ja einen riesengroßen Aufruf gestartet. Es haben sich wahnsinnig viele Kinder beworben, hier beim neuen DuckTales-Song mitzusingen. Und wir haben die perfekten 4 Talente gefunden. Ne? Also wir haben absolute top-motivierte Gesangsmaschinen gefunden und mit denen war ich im Studio und es war super. Alle haben den Text auch gekonnt. Und da gab's überhaupt gar keine Beschwerden. Es war wirklich ganz toll. Meinst du, dass du mir eine Antwort als Donald Duck, wie er spricht, beantworten kannst? Und zwar, was du an Kindern magst? Donald Duck, ne? Weißt du, wie er spricht? So irgendwie. Ich mag das, dass sie klein sind. Und dass sie nicht... dass ihre Stimmen sehr hoch. Schön. Auf unserer Webseite steht über dich. Deine Haarfarbe ist Kappe. Ja. Wäre dann bei mir Hut. Ist auch geil. Ja, man merkt so, wenn das die Haare blitzen ja so unter der Kappe raus und wenn die so lang sind wie heute, dann sieht man, dass die Farbe wird. Meine Haare nehmen langsam die Farbe der Kappe an. Es wird langsam immer grauer unter dem Käppchen. Und wenn ich morgens eine Kappe aufsetze, habe ich ein Problem weniger. Okay, also die wird schon auf und ab gesetzt, ab und zu, ja? Ganz kurz. Also kurz vorm Schlafengehen wechsle ich kurz zu einer Schlafmütze. Es gibt keinen Schlafhut, deswegen kann ich meinen Hut nie absetzen. Das ist echt. Kennst du das, wenn man eine Melodie summt? Also bei mir ist das immer so, auch übers Jahr. Da, 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 da. Jingle Bells irgendwie auch oft. Hast du so eine Melodie, die du summst im Alltag? DuckTales natürlich. DuckTales. DuckTales. Woo. Jeden Tag gibt's neue Filme. DuckTales. Woo. Ach, voll viele. Ne? Ich bin ja, es ist ja bei mir oft so, dass ich gerade schon an Musik arbeite, die irgendwann erstmal rauskommt. Ne? Ich lebe ja musikalisch immer schon so ein bisschen in der Zukunft. Ich arbeite ja an so einem Lied 1 bis 2 Jahre, bevor es dann rauskommt. Das ist dann oft bei mir so, dass genau die Sachen, an denen ich gerade arbeite, dass ich die natürlich ganz viel höre, fast jeden Tag im Studio und die summe ich dann immer vor mich hin. Aber ich muss dann immer aufpassen, ist ja alles noch mega geheim. Gibt es irgendwas, was du schon vorsummen kannst für uns? So? Ja, einen Ton.
wird ein Hit. Eindeutig. Ich finde die schlimmste, also es gibt zwei Melodien, wenn ich die ein... Ach, oh Gott. Wenn ich jetzt schon, also ich finde Rudolph the Red-Nosed Reindeer ist super schlimm, weil man das nie wieder rauskriegt aus dem Kopf. Und ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, Quando. Tell me quando, quando, quando. Das sind die schlimmsten Ohrwürmer meines Lebens. Rudolf, Sacker, Jingle Bells, weißt du, Weihnachtssongs, das Schlimmste. Ich habe noch was ganz Tolles mitgebracht. Ich habe auf Duckipedia nachgeschaut, was denn Tick, Trick und Track so in anderen Sprachen heißt. Mhm. Auf Arabisch wäre es Kakor, Fakor und Zasor. Kakor, Fakor und Zasor? Ja. Dänisch? Ticken, Tricken und Tracken? Rip, Rap und Rup. Rip, Rap und Rup. Auf Finnisch? Ripli, Rapli und Rüpli. Fast. Tupu, Hupu und Lupu. Ja. Auch sehr schön. Englisch weißt du wahrscheinlich, oder? Tick, Trick and Track? Nein, fast. Hui, Dui und Louie. Wirklich? Ja. Sehr komisch. Bei so einem Meeting wäre ich gerne mal dabei. Weißt du, bei Disney in so einem riesengroßen Hochhaus, es gibt so ganz viel so Ledersessel und dann sind dann so Leute im Anzug und haben dann so ein riesen Fotos von Tick, Trick und Track vor sich. Und dann so, ne ey, Hui, Louie und Dui geht gar nicht für den deutschen Markt. Wir haben hier Marktforschung betrieben. Tick, Trick und Track kommt bei den Kids am besten an. Vorher war es wahrscheinlich noch so ein Bayer wie ich dabei und Franz und Sepp und ja cool, sehr schön. Zur Auswahl stehen Hans, Sepp und Friedrich oder Tick, Trick und Track. War eine schwierige Entscheidung, glaube ich. War eine knappe Kiste, aber es ist Tick, Trick und Track geworden. Marc, super. Danke, dass du heute bei uns im Interview warst. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und wir schauen jetzt die neuen Folgen an. Bis bald. DuckTales, die neue Serie, ab 3. September, 17:30 Uhr im Disney Channel.